Die Frage ist eigentlich nicht, wie schlecht sind generell überholte Handys bzw. Geräte, sondern wie schlecht sind eigentlich neue Handys bzw. Geräte. Gerade was das Thema Umwelt angeht, sollten wir uns genau mit dieser Frage beschäftigen. Und wir haben das getan, indem wir zu MySwoop gefahren sind und mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geworfen haben, um zu gucken, wie denn wirklich der Ablauf ist und ob man hier wirklich etwas für die Umwelt tun kann. Und da fangen wir am besten mal damit an, was generell überholte Geräte bzw. refurbished Geräte überhaupt sind. Mal angenommen, ihr verkauft euer altes Smartphone, was jetzt schon seit einiger Zeit in der Schublade liegt, bei zum Beispiel MySwoop. Dann wird dieses in verschiedenen Schritten geprüft, die Daten gelöscht und geht dann wieder eben in den Verkauf. Dort kann es dann eben der neue Besitzer kaufen und das bringt nicht nur einen riesen Vorteil für den Geldbeutel, sondern auch eben für die Umwelt. Teilweise bekommt man die Geräte bis zu 70% günstiger, so zumindest die Website. Wenn man jetzt mal direkt vergleicht, zum Beispiel mit einem iPhone 12 64 GB, dann kostet das bei uns im normalen Verkauf 849 Euro. Als refurbished oder generell überholtes Gerät von MySwoop kostet es 699 Euro. Viel wichtiger sind hier aber die Umweltaspekte und hier kann MySwoop ordentlich punkten. Denn MySwoop hat eben die Hashtag GoEco-Marke ins Leben gerufen. Hier spart man nicht nur mit jedem Gerät satte 58 Kilogramm CO2, sondern auch 14 Kilogramm an Ressourcen. Und da das MySwoop noch nicht genug ist, pflanzen sie sogar für jedes verkaufte Gerät einen Baum in Kenia. Es geht natürlich nicht komplett ohne Ressourcen und CO2, MySwoop ist da aber schon sehr, sehr nah dran. Wir haben ein Interview mit dem lieben Okan von MySwoop gemacht und der erklärt euch jetzt mal etwas mehr. Unsere Mission halt ist jetzt wirklich tagesaktuell. Wir haben vor 10 Jahren damit zwar angefangen, waren wir der Zeit voraus, aber mittlerweile hat die Zeit uns quasi eingeholt und jetzt ist es schön zu sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit, was wir wie gesagt schon seit 10 Jahren machen, überall in aller Munde ist, auch zu Recht. Und ja, sind natürlich sehr stolz, dass wir mit unseren Prozessen der Umwelt was Gutes tun und Produkten ein zweites Leben geben, die eigentlich irgendwo nur verstorben und eigentlich nur warten, wieder verwendet zu werden. Was entstehen kann, ist, wenn wir das Paket halt aufmachen, natürlich die Umverpackung, das Stoffmaterial, das kann halt natürlich als Abfall entstehen, was wir aber wiederum wiederverwerten im Versand. Das heißt, alles, was der Kunde oder der Partner in das Paket mit rein tut, damit die Geräte sicher hier ankommen, das verwerten wir wieder. Dann bei den Smartphones beispielsweise, wenn mal ein Akku verbraucht ist oder so, das kann halt mit entstehen, dass der Akku da getauscht wird. Auch das wird aber fachgerecht von uns gesammelt und durch Partner wieder recycelt. Unter anderem auch defekte Kabel, Kopfhörer, wenn die nicht mehr funktionieren oder zu stark abgenutzt sind. Auch diese können quasi als Abfall entstehen. Aber wir entsorgen die nicht einfach, sondern sammeln die wirklich auf und arbeiten dann, wie gesagt, mit Recyclingpartnern, die dann diese Kabel, Kopfhörer, diese defekten Sachen abholen und das dann wirklich fachgerecht entsorgen, recyceln oder halt wiederverwenden. Ich würde sagen, lasst uns einfach mal so ein generell überholtes Telefon zur Hand nehmen und gucken, ob es einen Unterschied zu einem neuen Gerät gibt. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus, so wie das hier verpackt ist. Was man hier auch noch sagen muss, es gibt eben, nicht so wie bei den neueren Handys, noch einen Netzstecker und ein Ladekabel mit dazu. Und auch ganz wichtig zu erwähnen, es gibt, das steht hier vorne auch auf der Verpackung drauf, 24 Monate Garantie von MySwoop, egal bei welchen Geräten, also auch bei Apple-Geräten. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus und gucken mal, wie es so aussieht. Da haben wir auf den ersten Blick nichts. Es sind keine Kratzer oder irgendwas zu sehen. Wir haben hier absolut keine Kratzer, keine Mängel, wir haben keinen Staub irgendwo drin und keinen Dreck. Und das Display, so wie es aussieht, ist auch in einwandfreier Kondition. Schauen wir mal, ob es angeht. Ja, es geht ganz normal an. Zu guter Letzt, für alle, die es interessiert, haben wir uns angeguckt, was nach dem Verkauf des eigenen Handys bei MySwoop mit diesem Telefon dann eben passiert und für euch festgehalten. Dazu haben wir einen Samsung Galaxy S22 auf die Reise geschickt. Angekommen ist es hier bei der Warenannahme, bei der erstmal sortiert wird, woher das Telefon kommt. Von einem Händler, Kunden oder ob es eine Reklamation ist. Danach geht das Handy direkt in die Prüfung. Hier wird geguckt, ob alles in Ordnung ist und ob die vom Kunden angegebenen Daten mit dem Gerät übereinstimmen. Getestet wird hier so ziemlich alles. Display, Kamera, Lautsprecher, Touchfunktionen und so weiter. Sollte hier ein Teil defekt sein, wie zum Beispiel der Ladeanschluss, wird dieser gleich von Fachkräften vor Ort repariert. Bei unserem Galaxy S22 ist alles in Ordnung, deswegen überspringt es diesen Schritt. Als nächstes werden alle Daten zertifiziert gelöscht. Unser Gerät wurde vorher schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dennoch muss es durch diese Station, damit der nächste Besitzer zu 100% keine Daten wiederherstellen kann. Folgend wird das Handy ins Internet gestellt.
Im Normalfall existieren bereits Fotos von bekannten Geräten. Sollte hier allerdings ein Exot landen, dann werden von dem Produkt auch professionelle Bilder gemacht. Unser Gerät wird nun verpackt und das eben von Hand und nicht von einer Maschine, was auch eben wieder für die Nachhaltigkeit spricht. Nun wird unser verpacktes S22 eingelagert oder, wenn es schon verkauft ist, auch gleich in den Versand gegeben. Nun noch ein Appell an alle von euch. Wir sollten viel mehr diese Gelegenheiten nutzen, denn es gibt ganz, ganz viel, was eben auf Nachhaltigkeit angelegt ist, nur wir sehen es einfach nicht. Wenn wir weiter auf dieser Welt leben wollen, dann sollten wir uns auch definitiv mehr Gedanken über solche Sachen machen. Es ist hart und bringt Kopfschmerzen, ich weiß, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Und damit verabschiede ich mich und lasse euch mit diesem Gedanken jetzt mal ganz alleine. Ich bin Ole, bis zum nächsten Mal, haut rein.